Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind auf Folge 369 in Simotrans mit dem Pack 192 German. Wir hatten hier letztes Mal ja gesehen, dass das hier sich erweitert hat. Da wollen wir uns diese Folge drum kümmern, wollen hier ein paar Bushaltestellen schauen, dass wir die hingesetzt kriegen, damit das alles abgedeckt ist. Und hier ist ja auch eine Zuckerrübenbauer, den wir da vielleicht auch noch anschließen müssen. Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir da weiter. Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir da ein paar Bushaltestellen hinbekommen. Müssen wir erstmal gucken hier. Ja, ne, da ist schon abgedeckt. Dann können wir eigentlich hier weitermachen. Und da gehen wir so rüber. Ja, machen wir so. Die Bushaltestelle ist da. Brauchen wir aber nicht, weil hier nichts abzudecken ist. Das heißt, wir müssen die nächste erstmal hier hin machen. Okay. Bauen wir eine Straße dahin, ne? War das jetzt hier? Ich glaube ja, ne? So, ist angeschlossen. Bushaltestelle mit Postkasten machen wir dahin. Und passt, oder? Ja, mach mal so. Ist erstmal gut. So, und dann haben wir das gleiche nochmal hier. Da passt es ja nicht. Und da müssen wir da so haben. Da müssen wir irgendwie aufschütten oder abbauen. Abbauen wird wahrscheinlich am besten sein. Ne, das war verkehrt. Da sind wir richtig. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das heißt, da muss es weg. Und dann können wir das hier wegmachen, das Tool. Und wir nehmen die Straße. Oder haben wir jetzt irgendwas anderes noch aufgemacht? Das wollen wir nicht. Wir wollen hier diese Straße auf Stadtstraße. Und das ist auch eine Stadtstraße. Keine Ahnung, was der Unterschied ist. Machen wir so. Und die Bushaltestelle mit dem Postkasten hier, ne? Das ist der Postkasten, oder? Das ist gar keine Bushaltestelle. Das heißt, so und so ist richtig. Und hier müssen wir das auch machen, aber in die andere Richtung. Da müssen wir da mal gerade auffüllen. Das wäre der. Und die Straße da verlängern. Das kann wieder weg. Die muss hier nochmal verlängert werden. Und dann muss der Postkasten... Nee, der Postkasten ist jetzt da. Die Bushaltestelle muss dahin. So war das. Ist nicht so wie dem anderen. Da ist eine kombinierte Geschichte, ne? Und hier ist es nicht so. So, das heißt, das haben wir abgedeckt. Oh, WASD ist doof, ne? Lass uns mal besser mit den Pfeiltasten arbeiten hier. So, das bedeutet, wir nehmen wieder dieses Teil hier und müssen da was arbeiten. Ja, das gefällt mir gar nicht gerade so gut, ne? Wie kriegen wir das am geschicktesten hin? Müssen wir wohl so eine Ecke machen, wa? So, da kommt jetzt die Bushaltestelle hier hin. Passt. Und der Postkasten kommt dahin. Nur so geht's. So, und dann haben wir hier die nächste Geschichte, ne? Da müssen wir da die Straße hinzaubern, okay. Haben wir. Da und den Postkasten daneben und auch alles gut. So, sitzt. Aber hier passt es natürlich nicht, aber... Naja, müssen wir schauen. Jetzt ist erstmal gut. Nicht, ich will wieder BASD drücken, ne? Das ist voll doof. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier noch was hinkriegen. Ich denke mal, da können wir gleich schon eine Linie aufmachen. Weil da sind ja jetzt 1, 2, 3, 4 Bushaltestellen. Und wo ist der Bahnhof, der dann angefahren wird mit Passagieren? Hier wahrscheinlich, ne? Ja. Und wo ist hier die Bushaltestelle? Da. Das heißt, wir müssen schauen. Verbindung. Stadtbus Ost. Rathaus und Lauter Süd. Ost, Süd,
Das wäre dann Nord oder was? Ist das Nord? Aber das ist wahrscheinlich hier schon Nord, ne? Nee, Ost. Wo ist der Nord? Ist hier Nord? Wahrscheinlich, ne? Stadtbus lauter Süd. Haben wir gar kein lauter Nord. Kann das sein? Dann machen wir das neu. Stadtbus. Lauter. Süd, West, West, Außen. Ost. Nö, Nord gibt's nicht. Neue Linie. Stadtbus Lauter Nord. Macht er. Und dann müssen wir hier hinzufügen, ne? Von da nach da. Wieder zurück. Nach da, wieder zurück. Nach da, wieder zurück. Und nach da. Da brauchen wir nicht hin. Passt. Nee, machen wir nicht. Obwohl da auch Personal hin kann, ne? Das würde bedeuten, ich muss da noch eine Bushaltestelle hinmachen. Die geht hier zum Beispiel nicht hin. Aber die würde dahin gehen. Und der Postkasten daneben. Entschuldigung. Das würde bedeuten, wir fahren noch mal hier zurück. Kindergarten anfahren und dann hier dahin fahren. Passt. Dann haben wir da auch Personal hin und her kutschiert. Passt. Wie viele Leute sind denn hier so? 360, 86, das ist also auch was. Und jetzt müssen wir nur. Ach, jetzt hat er sich da tatsächlich hingestellt. Das war keine gute Idee. Gut, machen wir so. Nee, machen wir nicht so. Ist auch doof. Straße nochmal weg. Und die Straße nochmal neu. Vor dem Schild reingefahren. Hier hochgefahren, nicht verbunden. Dann hier den dahin. Da den dahin. Passt. Und dann das gelöscht. Ich will hoffen, dass die LKW jetzt gleich weiterfahren. Gut. Macht er natürlich nicht. Fährt er jetzt? Ja. Und der ist weg. Der steht da noch. Fährt weg. Und erledigt. Fährt auch wieder dahin. Gut, dann haben wir das. Jetzt müssen wir aber nochmal die Linie ändern. Wir haben ja noch niemanden da drauf gesetzt. Das war Stadtbus Lauter und Nord. Fahrplan. Ah, ne, da muss das hin. Und da muss er hin. So. Und dann ist das gut. So, und dann müssen wir ein Depot haben. Das da oben in Floto war. Wo ist es? Da ist es. Dann brauchen wir so einen schicken Bus hier. 145 Passagiere. Das ist schon okay. Und der kommt auf die Route Stadtbus Lauter Nord. Und startet den mal. So, haben wir den.
So, jetzt müssen wir den Zuckerrübenladen dann noch angucken. Weil den wollten wir ja auch irgendwie machen, ne? Molkerei kriegt da was. Und die ist hier gleich um die Ecke, ne? Das wäre schnell gemacht, ne? Das bedeutet, wir müssen da auch noch eine Bushaltestelle hinmachen, beziehungsweise keine Bushaltestelle, sondern eine Linksstelle. Eine Lieferstelle. Warte mal, das ist jetzt hier, ne? Warte mal, 1, 2, 3. Frei, genau, Bushaltestelle und Posttasten und die Straße kommt so und was machen wir jetzt damit? Machen wir erstmal so und so und dann setzen wir hier erstmal das hin. Wie ich es weiterbaue, weiß ich noch nicht, aber das reicht erstmal. Und dann brauchen wir hier wieder eine Linie. LKW, neue Linie, genau. Das ist LKW Lauter Zuckerrüben Molkerei, sagen wir mal, ne? Da machen wir noch ein Minus hin und passt. Okay, aber LKE ist doof. Ja, ist wahrscheinlich Elektro-LKW, ne? LKW, lauter Zuckerrüben, Molkerei. Schuss. Und dann bedeutet das, dass wir hier irgendwo anhalten wollen und da anhalten wollen. Bei der Zuckerrübenfabrik soll er natürlich voll laden. 100%, ne? Und fertig. Und fertig. Und das ist jetzt hier die Molkerei. Dann müssen wir da nicht hin. Dann müssen wir hier hoch ans Depot. Suchen uns da einen schicken LKW. War das jetzt der bessere? Ich will es hoffen, ne? Aber jetzt ist auch egal. 12 Cent. 11 Cent. Ja. Mach den. Und was hatten wir da jetzt? Zuckerrüben. Ist nur der LKW. Und Fahrplan ist dann LKW lauter Zuckerrübenmolkerei da. Machen wir kopieren und starte zwei LKWs davon. Ja, passt erstmal. So, Zuckerrübenbauer haben wir. Der ist da. Jetzt ist nur eine Zeit, wie das dauert, bis da, ne? Ah, Passagiere 73, alles klar, die Arbeiter sind auch schon unterwegs. Hier haben wir Dreier, das ist auch gut. Hier haben wir auch drei und hier haben wir auch drei. Überall stehen drei Leute. Hier haben wir zwei Leute. Wo fahren wir noch hin? Ne, das war schon, ne? Oder haben wir den? Den hatten wir mit drei schon, ne? Genau. Und hier hatten wir noch die Haltestelle dann, wo Silberplatz, Orangenweg, Bronzegasse, die haben wir hier schon mal. Da unten sind zwei. Also da gibt es auch welche, die da in die andere Richtung wollen. Aber hier ist natürlich der Hammer, ne? Kohlebergwerk, 74 Passagiere. Da geht schon mal was. Ach so, Post. Noch ein Postauto drauf. Noch ein Postauto drauf. Da war es Depot. Ne, den wollte ich jetzt nicht. Ich wollte verkaufen den. Anhängen? Ne. Ach so, da muss ich hier die Zuckerrüben rausnehmen. Das ist mein Problem. Und die Post wieder reinnehmen. Ah, gut, dann nehmen wir den 11 Cent und dann den Auflieger. Ich denke mal, das reicht erst. Und dann müssen wir den jetzt auf den Stadtbus legen.
Lauter Nord. Und starten den. So, da haben wir auch Post, die wir durch die Gegend fahren, ne? Okay, jetzt ist nur die Frage, ob das auch angenommen wird. Passagiere. Ja, da sind schon drei Sackpost zum Kindergarten. Wunderbar. Und gibt es hier so einen Post woanders hin? Lauter Bahngasse. Wo ist denn die Bahngasse? Hier nicht. Florenz. Ne, ich glaube, andersrum ist hier noch nichts. Das wird aber auch kommen, ne? Das wird hier nicht bei drei Sack bleiben, denke ich mal. Gut. Haben wir das erst. Würde ich aber auch sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Wir haben aber noch andere Bereiche, die wir auch noch abdecken müssen. Ich glaube, hier sind wir jetzt aber durch bei Lauter. Ja, sieht so aus, aber wir müssen in Sonderhausen hier noch was machen. Das ist in der nächsten Folge dran. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ah ja, hier ist auch noch ein Haus.